Ja, Ja. hallo und willkommen zurück. Nach einer kurzen technischen Störung, hier ist der Micha vom Tux-Tage-Team aus dem Off. Ja, wir geben dem Stefan einfach nochmal die Möglichkeit, von vorne zu beginnen. Dementsprechend, Stefan, du kannst wie gewohnt deinen Vortrag durchziehen. Entschuldigt bitte die technische Störung, es geht jetzt weiter. Ja, wunderbar. Ich fange einfach noch mal von vorne an. Kein Thema, waren ja nur ein paar Folien und heiße euch nochmal recht herzlich willkommen an den Tux-Tagen am Samstag, Nachmittag. Ich werde vortragen über DAF, über WebDAF, CalDAF, CARDAF und was das ist, wozu man das braucht und wie eben die Synchronisation und Datenaustausch über das Web funktioniert mit Hilfe von DAF-Technik. Ich werde von meinem Foliensatz einige Folien mehr oder weniger überspringen, nur kurz anreißen, lasst die aber drin. Die Folien könnt ihr hinterher euch herunterladen und durchklicken, in Ruhe durchschauen. Aber da werden ein paar Sachen einfach von mir übersprungen, die ich dann ganz kurz nur anreiße. Die eGroupware GmbH, das ist die Firma, die hinter der Software eGroupware steht und anhand der ich heute die DAF-Techniken zeige und auch als zentralen Server vorstellen will, um eben zum Beispiel Kontakte zu synchronisieren etc. Da steht ein bisschen was zu der Firma selber, was wir machen und ja, wie gesagt, nicht weiter. Kurz, wir versuchen mit eGroupware ein komplettes Büro im Webbrowser zu erstellen oder anzubieten. Und da ist also sowohl die Groupware drin, da ist Chat drin, Videokonferenz, Remote Desktop zum Beispiel und so eine Alternative auch für MS 365, Google Workspace etc. zu liefern. Und zwar dann eben auch, ich sag mal, auf dem eigenen Server zu Hause oder dort, wo ich Vertrauen habe und nicht irgendjemandem in irgendeinem Rechenzentrum in den USA an die Hand zu geben. Deswegen ist unser Slogan eben Smart Online Office. Was schauen wir uns heute an? Ich werde gleich eine kurze Runde drehen und einen Überblick über eGroupware bzw. die Module zeigen, die dann auch letztendlich mit DAF hinterher zu tun haben. Dann schauen wir uns an, was ist DAF, ein bisschen Technik, ein bisschen Historie, einige Screenshots so als Beispiele. Dann werden wir uns anschauen, wofür ich eben WebDAF verwenden kann, ganz kurz, und die Frage stellen, verwende ich schon WebDAF oder DAF? Ein paar praktische Beispiele möchte ich zeigen, als Backend dann mit eGroupware zusammen, zum Beispiel das Adressbuch aus einer Groupware eben in ein Fritz-Telefon reinzubekommen. Oder eben die Kalender- und Adressbuch-Synchronisation. Und was eigentlich Schwerpunkt ist für mich, ist der Zugriff auf den Dateiserver mit zum Beispiel Linux Mint, aber auch mit jedem anderen Rechner, um da einen zentralen Dateiserver zu haben. Und zwar einen eigenen privaten, den ich selber unter Kontrolle habe. Ich habe ein paar weiterführende Informationen noch zusammengestellt über dieses Thema an sich. Eine ganze Menge Links. Und dann letztendlich Fragen und Antworten, denke ich, die werden wir in der Hauptsache verlegen in den persönlichen Gesprächsraum, der angeboten wird oder bei den Tux-Tagen jetzt das erste Mal. Ihr seht hier den Link. Das Ganze läuft persönlich ohne Aufzeichnung. Da können wir schnacken, da können wir per Chat, da können wir aber eben auch face-to-face uns mal kennenlernen. Der Link selber steht auch noch mal im Tux-Tage-Programm. Kann man nach dem Vortrag hier einfach draufklicken und dann treffen wir uns dort. Warum mache ich diesen Vortrag hier? Ich war mal wieder auf der Suche nach einem Thema und war bei uns im Forum unterwegs, welches ich betreue. Und da schaue ich ab und zu rein, welche Themen halt den Leuten wichtig sind. Das sehe ich einfach daran, wie oft irgendein Artikel aufgerufen wird, wie oft er geklickt wird. Und da stehen so DAF-Sachen, WebDAF, CalDAF, CARDAF, und die Zugriffe halt eigentlich immer auf Platz 1. Es sei denn, wir haben mal ein Major Release, dann schieben sich da die Release Notes nach oben. Aber ansonsten scheint das wirklich auch bei den Anwendern immer ein wichtiges Thema zu sein im eGroupware-Umfeld. Aber ich denke mal, das lässt sich eigentlich überall hin übertragen. Ich will einen kurzen Überblick über eGroupware geben, über die Module und dann kriegen wir auch die Kurve zu dem eigentlichen DAF.
E-Groupware ist eine Groupware mit einem Mail-Modul, Kalender, Kontakte, Aufgabenverwaltung, was bei uns Infolog heißt, weil da eben auch andere Sachen gespeichert werden können, Notizen, E-Mail oder eben eigene Informationstypen. Wenn wir später über DAF-Synchronisation Zugriffe reden, dann haben wir also hier den Kalender, Infolog und Kontakte, wo wir dann später darauf zugreifen und zum Beispiel synchronisieren auf dem Handy. E-Groupware selber hat noch einige andere Module, zum Beispiel Smallpart. Das ist ein Modul, um videogestütztes Lernen anzubieten. Wir haben ein Ticketsystem mit drin, Ressourcenverwaltung, ein Projektmanager, Zeiterfassung zu den Projekten etc. Aber eben ganz wichtig auch ein Dateimanager mit File-Sharing. Das heißt also, ich kann hier mal E-Groupware als File-Server benutzen und kann dann später eben auch mit DAF auf den Dateimanager zugreifen. Und den Projektmanager, den habe ich mal eingekringelt hier, weil letztendlich der Projektmanager eine Klammer ist für Informationen aus den anderen Modulen, wie Aufgaben, Termine und so weiter. Das heißt also, das, was ich im Projektmanager zusammenpacke in ein Projekt und verplane, da stehen ja immer solche Objekte hinter, wie Aufgaben, die ich dann auch wieder synchronisieren kann. Das ist also nichts Selbstständiges, sondern ich sammle dort nur Informationen zusammen, auf die ich auch anderweitig Zugriff habe. Dazu haben wir noch integriert Videokonferenz, entweder Jitsi oder BBB kann ich einbinden. Wir haben Rocket Chat integriert für Chat, Collabora Online für ein Online-Office. Wir haben integriert Guacamole als Remote-Desktop-Lösung. Ich kann dort also dann auch in meiner Firma oder zu Hause auf meine PCs, auf die Desktops zugreifen, auf die Server, auch per SSH. Da gibt es noch Telefonie-Integration und so weiter. Gibt da eine Menge zu entdecken. Betriebsmöglichkeiten von E-Groupware sind erstmal on-premises. Ich kann es also zu Hause auf einem kleinen Rechner unterm Schreibtisch stellen. Ich kann das auf der Firma bei mir in der VM zum Beispiel laufen lassen oder bei einem Provider meines Vertrauens. Wir bieten auch noch eine Professional-Version an, die heißt bei uns EPL. Die kann man dann auch aus dem Rechenzentrum bei uns gehostet beziehen oder selber on-premises bei sich selber installieren. Fakt ist aber, und das ist das Wichtigste, ich kann eine E-Groupware selber betreiben und zwar in einer Umgebung, der ich vertrauen kann, die ich selber unter Kontrolle habe. Ich habe da noch ein paar Links zusammengestellt. Es gibt Flyer über E-Groupware, eine ganze Menge Vorträge, unter anderem auch von den TUX-Tagen. Von den letzten TUX-Tagen habe ich 2 Vorträge gehalten über E-Groupware, einmal so aus User-Sicht und einmal aus Admin-Sicht. Wer da Interesse hat, sind das so die ersten Vorträge, die man sich anschauen sollte. Ansonsten bieten wir ein Forum an und wir entwickeln auf GitHub. Da kann man also auch, ich sag mal, die ganze Entwicklung sich schön anschauen und dort gibt es auch ein Wiki, wo dann, ich sag mal, so die technischen Aspekte der Installation abgedeckt werden. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. DAF, was ist DAF? Erstmal eine kleine Historie. Der Oberbegriff ist WebDAF. Und WebDAF selber ist seit 1996 entwickelt worden. Also wir reden jetzt hier von einer Geschichte, die schon eigentlich relativ alt. Und zwar seinerzeit gab es eben HTTP und da konnte man dann von einer Stelle an einer anderen Stelle oder irgendwelche Links verfolgen und irgendwelche Dokumente aufrufen oder ein Dokument öffnen. So. Und da haben sich halt Leute überlegt, okay, wir brauchen da jetzt aber eigentlich mehr, weil wir wollen ja auch Dinge miteinander abgleichen oder mal Dateien oder Ordner hin und her schieben. Also wurde 96 angefangen, an WebDAF zu arbeiten. Das Ganze ist veröffentlicht worden dann 1999, wurde immer mal wieder überarbeitet. Die letzte Version ist von 2007. Also im Grunde reden wir hier von einer Technik, die ist schon ziemlich abgehangen. Und wenn die letzte Version von 2007 ist, heißt das nicht, dass sie nicht mehr weiterentwickelt worden ist, sondern dass die in den Grundzügen einfach so stabil ist und das schon lange. Ich habe hier in den Folien auch, ich sag mal, einige Wikipedia-Artikel tatsächlich verlinkt. Mache ich sonst nicht, aber die sind einfach gut zu diesem Thema. Die sollte man sich dann wirklich mal durchlesen. RFCs sind ja Dokumente, da sind Regeln und technische Dinge festgelegt.
Zu WebDAV haben wir gerade schon gesehen, die erste, das ist die 2518, die ist eben schon so alt, das ist die Haupt-RFC, aber darunter gibt es dann eben noch einige, weil immer wieder einige Dinge separat geregelt werden müssen. Eben zum Beispiel, wie gehe ich mit Zugriffsrechten um oder wie gehe ich mit Quotas um? Da gibt es eine etwas längere Liste mit zusätzlichen Festlegungen dazu. Auch dort wieder empfehlenswert der Wikipedia-Artikel. Wichtig bei DAV ist, wir reden hier über einen Dateiaustausch übers Internet. Da werden also Dateien, das werden wir auch später noch sehen, ICS-Dateien, VCF-Dateien, über das Internet ausgetauscht. Das heißt also, die Synchronisation und der Dateiaustausch, der findet immer dateibasiert statt. Es gibt andere Schnittstellen, XML-basierte oder sonst was. Da werden die Daten anders übertragen. Hier übertragen wir Dateien. Das heißt, ein System stellt eine Datei bereit und das andere System ruft das ab. Wichtig ist auch hier, es können ganze Verzeichnisse auch mit enthaltenen Dateien übertragen werden per WebDAV. In einem Webinterface normalerweise, wenn ihr so einen Dateimanager habt, da könnt ihr mal eine Datei hochladen, eine Datei runterladen, aber keine ganzen Ordner. Per WebDAV geht das. Und das wird dann auch wichtig, wenn ich zum Beispiel so einen Online-File-Server wie eben eGroupware oder ein anderes Produkt nehme und da will ich mal ein bisschen mehr Dateien, Strukturen oder sonst was drauf schaffen, dann ist das per Webinterface meistens eine ziemlich mühsame Sache. Oder ich kann das Ganze gepackt hoch schaffen und entpacken. Wir bei eGroupware machen das nicht, weil wir halten nichts davon, gepackte Archive auf ein System zu lassen, um die zu entpacken, allein aus Sicherheitsgründen. Alternative ist dann eben per WebDAV kann man die ganzen Ordnerstrukturen und Dateien insgesamt hochschaffen. Da sind also zu HTTP neue Methoden hinzugekommen und weil ja HTTP alleine eben nicht reichte, brauchte ich also weitere Methoden, um abzubilden, dass ich eben zum Beispiel ein Verzeichnis erstellen will oder eben eine Datei verschieben will oder eine Datei löschen will. Habe ich ein paar Beispiele aufgezählt. Die Liste ist natürlich sehr, sehr lang. Aber ich kann eben einen Move machen. Das verschiebt mir eine Datei oder ein Delete, das löscht eine Datei. Das ist eben alles mit HTTP nicht möglich gewesen. Ihr werdet vielleicht das eine oder andere noch mal über die Begriffe GroupDAV zum Beispiel stolpern. Das war früher ein Begriff und enthielt im Prinzip das, was heute in CalDAV und CatDAV getrennt geregelt ist. Das heißt also, GroupDAV selber wurde 2011 praktisch ein Cut gemacht und daraus wurde CalDAV und CatDAV. Also wegen den Begrifflichkeiten kann man da schon mal so ein bisschen durcheinander kommen. Wir haben in eGroupware durchaus auch, wir haben ja eine alte Implementation, die ist ja, also WebDAV ist implementiert worden irgendwie Mitte der Nullerjahre oder noch früher. So, und da trifft man an mehreren Stellen tatsächlich auch noch den Begriff GroupDAV, vor allen Dingen auch in den Faden. Also das seht ihr nachher nochmal. Also nicht wundern, GroupDAV gibt es eigentlich nicht mehr. Das heißt heute CalDAV und CatDAV, aber man stolpert schon nochmal über diesen Begriff. Er bedeutet letztendlich aber CalDAV und CatDAV zusammen. Ich bin auch schon mal gefragt worden, und was ist mit TaskDAV? Was kann eGroupware TaskDAV? Damit ist dann irgendwie gemeint eben Aufgaben. Nee, das läuft über CalDAV. Und das ist überall so. CalDAV selber, auch das Dateiformat dafür, was dahinter steht, kann auch Aufgaben aufnehmen. Da steht einfach dann drin, das ist eine Aufgabe. Es gibt kein TaskDAV. Wenn ich jetzt so ein Groupware-System habe, eine Online-Anwendung, da habe ich irgendwo einen Webbrowser und kann eine Webseite aufrufen, wie hier zum Beispiel das Demo von eGroupware. Da lande ich also auf der Webseite, kann mich anmelden, kann irgendwas machen. Ich habe ja gesagt, wir reden ja hier über einen Datenaustausch übers Internet. Wenn ich jetzt diesen Pfad hier nehme, und da reden wir ja praktisch von der gleichen Adresse, von dem gleichen Server, von dem gleichen eGroupware, dann zeigt mir mein Webbrowser plötzlich das an. Und zwar ist das letztendlich die WebDAV-Ansicht und wir sehen hier Ordnerverzeichnisse. Da könnte ich jetzt draufklicken, dann lande ich in einem Unterordner, da können Dateien oder Wiederordner drin sein. Man sieht jetzt hier Last Modified, Content Type ist ein Ordner, Directory. Ich gucke also letztendlich da auf den File-Server drauf und das per Webbrowser.
Und das, was ich jetzt per Webbrowser hier zu Fuß mache und einfach mal zu gucken, ob es funktioniert oder ein bisschen rumzustöbern, wie das Ganze funktioniert, können natürlich andere Anwendungen auch machen. Also ich sag mal, der Dateimanager im System oder eben auch ein Thunderbird oder irgendwas, was an die Daten dran will, synchronisieren will, zugreifen will oder was auch immer. Das Gleiche, und da haben wir es oben in der Adresse, GroupDAV steht da jetzt plötzlich. Wie gesagt, ist eine alte Implementierung und diesen Dateinamen dieses PHP-Skriptes schreibt man nicht mal eben um, weil dann alle Anwender nämlich plötzlich auf der Nase fallen. Deswegen heißt das immer noch GroupDAV. Also nie wundern. Man sieht drunter in dem Screenshot aber auch, worum es geht. Cal, CardDAV. Ja? So, und wenn ich jetzt unter der Adresse gucke, sehe ich Adressbücher zum Beispiel, ja, Infolog sieht man dort, da sind dann letztendlich die Aufgaben drin, der Kalender ist da, ich sehe das also erstmal von oben kommt in einer Ansicht und kann dann absteigen. Das heißt also zum Beispiel ein Adressbuch in irgendeiner Anwendung, was ich hier synchronisieren will oder meine Fritzbox hier Telefonnummern rausholen will für ein Telefon, greift letztendlich dann hinterher in den Unterordner Adressbuch und eben entsprechend holt er sich da die Daten raus. Das heißt also, jede DAV-Ressource müsstet ihr normalerweise auch über einen Webbrowser euch einfach so angucken können. Natürlich nicht einfach nur so irgendeine Ressource und gucken. Im Regelfall fragt er natürlich auch beim Zugriff nach Benutzer und Passwort. Natürlich ist das genau wie die Web-Oberfläche der Anwendung selber mit Benutzer und Passwort gesichert und somit muss ich das auch, das habe ich jetzt hier nicht gezeigt, wenn ich drauf zugreife, Benutzer und Passwort eingeben. Auch die anderen Geräte, die zum Synchronisieren drauf zugreifen, brauchen natürlich einen Benutzer und ein Passwort. Nur weil wir hier DAV bereitstellen, heißt das nicht, dass jedermann da dran darf. Ja. Kleine technische Sache, im Webserver muss so etwas eingetragen werden, was dann die Anfragen mit CalDAV und CardDAV wirklich machen, wohin das redirected wird. Für die Leute, die also zum Beispiel eGroupware zu Fuß in ihrem Webserver einbinden, die werden sich dann damit auseinandersetzen müssen, wie diese Sachen dann automatisiert funktionieren. Es gibt auch eine Autoconfig, das heißt also, manche Systeme können, wenn man nur den Webserver angibt, also in dem Fall jetzt zum Beispiel demo-igroupware.net, das reicht bei manchen Systemen schon, damit die CardDAV, CalDAV, also sprich Kalender und Adressbücher finden. Bei manchen muss man es komplett angeben, ist etwas unterschiedlich. Wir bekommen jetzt von so einem Server zum Beispiel ein Adressbuch angeboten. Wir sehen jetzt hier so einen kleinen Ausschnitt aus einer Liste. So sieht das bei eGroupware aus. Die Dinger kriegen Nummern und dann steht da auch der Name. Dann steht auch das letzte Änderungsdatum. Wenn jetzt also zwei Systeme synchronisieren wollen miteinander oder einfach nur ein Gerät sich immer die aktuellen Daten holen will, muss er natürlich auch erkennen, dass die Daten sich geändert haben. So, und deswegen ist auch hier eine Konflikterkennung bzw. eine Synchronisationsmöglichkeit eingebaut. Also erstmal sehe ich, dass die Daten sich geändert haben. Wenn ja, synchronisiere ich das. Wenn nicht, lasse ich das in Ruhe. Und das andere ist, dass ich sehe oder dass das System sieht, dass auf beiden Seiten sich die Daten geändert haben. Dann habe ich einen Konflikt beim Synchronisieren und dann muss das System da irgendwas draus machen. Und das kann ich hier. Und zwar oben vor der Änderung. Ihr seht dort das Datum, Uhrzeit und einen sogenannten E-Tag. Dann habe ich eine kleine Änderung vorgenommen. Dann seht ihr das heutige Datum. Gestern. Und das ETAG 17.4, da erkennt jetzt ein Client, aha, da hat sich was geändert und dann holt er sich die neue Datei. Also auch das muss natürlich gewährleistet sein. Und sowas könnt ihr auch hier beim Aufruf in den Webbrowser wunderbar erkennen. Ein paar Worte zur Sicherheit. Wir reden hier normalerweise also immer über einen Webzugriff. Ich kann theoretisch den per HTTP machen, also unverschlüsselt, aber ich denke mal, brauchen wir heute nicht drüber reden. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass wir die Verbindung zwischen diesen beiden Teilen immer per HTTPS verschlüsseln. Das heißt, wir haben eine Transportverschlüsselung. Unterwegs kann das niemand mithören. Was den Zugriff angeht, wir haben hier eine Authentifizierung für den Benutzer. Ich sagte gerade, genau wie in der Webanwendung, wird auch bei dem Zugriff immer ein Benutzer und ein Passwort verlangt. Das tippe ich entweder im Webbrowser ein, tippe das auf meinem Handy ein oder wo auch immer. Wichtig ist, das Sicherheitsthema liegt eigentlich eher so auf den Clients.
Da ist der kritische Punkt. Ich habe ein Handy, ich gebe dort diese Adresse ein zum Adressbuch synchronisieren und ich gebe meinen Benutzernamen und mein Passwort in mein Handy ein und der speichert das. Da sehe ich jetzt nicht so das Problem beim Server oder bei der SSL-Verschlüsselung oder sonst was. Das Handy hat die Zugangsdaten gespeichert. Das muss sich jedem bewusst sein. Da ist eigentlich die schwierigste Stelle oder da kann am ehesten was passieren. Dagegen hin jetzt der Zugriff über ein Web-User-Interface zum Beispiel, da sieht das eben anders aus. Wir haben auch SSL und eine Authentifizierung, aber im Regelfall keine Speicherung der Daten oder der Zugangsdaten. Es sei denn, ich speichere das in meinem Webbrowser, dann habe ich wieder dieses Thema. Da muss ich zusehen, dass das gut gesichert ist. Verschlüsselt, Notebook verschlüsselt und so weiter. Ansonsten ist WebDAV an sich eigentlich sicher, wenn man es per SSL betreibt und die Authentifizierung eingeschaltet hat. Zu den einzelnen Dateien, wie die aussehen und so weiter, habe ich ein paar Screenshots gemacht. Schauen wir uns die an. Als erstes mal den Kalender mit Terminen. Ich hatte es vorhin schon angedeutet, wir haben eine dateibasierte Informationstransport, also wir tauschen Informationen in einer Datei aus. Dateinamen sind hier eben, die hören auf mit ICS, das sind ICS-Dateien. Als MIME-Typ ist das Textkalender. Und es sind einfache Textdateien. Ihr seht rechts einen kleinen Screenshot. Oben steht immer, was ist es? Das ist ein V-Kalender. Da weiß das andere System sofort, was es ist. Und da stehen dann eben die Zeitzone drin, das Datum, die Uhrzeit, ein bisschen Text, Teilnehmer und so weiter. Das Ganze, die Datenübertragung selber, findet dann per CalDAV statt. Auch das beides verlinkt nach Wikipedia, weil die Artikel, die sind wirklich gut. Also, dateibasierter Austausch, ICS-Dateien sind Kalenderdateien und die sind einfach lesbar, manipulierbar und leicht austauschbar. Das andere Ende dieser Datei, da sieht man jetzt auch Attendees, also da sind Teilnehmer drin zum Beispiel, da ist ein Timestamp drin, wann das zuletzt modifiziert worden ist und so weiter. Und natürlich auch ein End-V-Kalender, da ist die Datei dann zu Ende. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, da ist ein Start, da ist ein Ende. Und es gibt die Möglichkeit, auch viele Termine in einer Datei zu haben. Es gibt Systeme, die machen das, kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber mit dem Start und Ende kann man eben die einzelnen Einträge in einer Datei trennen. Im Adressbuch die Kontakte, da heißt der Dateiname dann, der endet auf VCF. Und der MIME-Typ ist eben VCard. Und der Dateiaustausch findet dann eben per CardDAV statt. Card, Kontakte, Karte. Ich denke, das ist eine ganz gute Eselsbrücke, genau wie CalDAV, Cal wie Kalender. Das ist recht einfach zu merken. Auch hier haben wir wieder einen Beginn. Das ist eine V-Card. Da steht jetzt auch nicht allzu viel drin. Name steht da drin, Abteilung, Telefonnummer. Auch durchaus eine FreeBusy-URL, um von extern zum Beispiel abzufragen, ob jemand Zeit hat oder nicht für Terminplanungen und so weiter. Da kann auch ein Foto drin sein. Ich habe das so ein bisschen eingekürzt, weil sonst wären das ein bisschen viel Zeilen. Also da schickt man zum Beispiel dann eben auch ein Foto mit. Zu CalDAV möchte ich sagen, Kalender, das ist echt nicht ohne vom Thema her. Im Gegensatz dazu, CardDAV mit Adressen in eine so einer Datei, im Grunde ist das ja, regelrecht Spielkram. Das ist einfach nur eine Datei, da stehen Informationen drin. Bei CalDAV sieht das ein bisschen anders aus, weil im Regelfall, wenn ich was für mich alleine für meinen persönlichen Kalender mache, ist es auch noch relativ einfach. Aber spannender wird das dann, wenn ich unterschiedliche Zeitzonen habe. Ich habe also Teilnehmer zum Beispiel, die unterschiedliche Zeitzonen oder in unterschiedlichen Zeitzonen sitzen. Die muss ich berücksichtigen an allen Ecken und Enden und in der Darstellung. Spannend sind Serientermine, weil ihr könnt euch mal einen Serientermin vorstellen, der einmal die Woche stattfindet. Und nächste Woche hat der eine Teilnehmer abgesagt, übernächste Woche hat der andere Teilnehmer abgesagt. In der einen Woche wird dieser Termin komplett gecancelt oder in der einen Woche findet der in einem anderen Raum statt und in der anderen Woche findet der plötzlich mal wieder gar nicht statt. Das ist ein Serientermin und genau das muss alles abgebildet werden. Das ist echt nicht ohne.
Dann Konfliktprüfung. Wenn ich einen Serientermin zum Beispiel mache, wie lange prüfe ich Konflikte in die Zukunft? Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte, sowohl bei der Synchronisation als auch, bei der Serveranwendung. Oder wenn ich gemeinsam Termine finden möchte, auch auf einem Handy zum Beispiel, muss ich Zugriff auf die anderen Kalender haben. Was auch spannend ist, wenn es nicht gregorianische Kalender sind, mit einem gregorianischen Kalender zusammenzubringen. Da gibt es so viele Ausnahmen, gerade wenn man irgendwo im Team arbeitet, womöglich auch in einem Unternehmen, was weltweit Standorte hat. Das ist eine ganz spaßige Geschichte. So im praktischen Umgang dann so im Tagesgeschäft, Einladungen nach extern ist auch noch eine spannende Geschichte. Ich sag mal, ein System, wo ich einen Teilnehmer, einen externen mit einlade und der bekommt sofort eine Mail, ist das super. Dann schiebe ich den Termin nochmal von 11 auf 10 Uhr. Und dann überlege ich vielleicht doch am nächsten Tag das zu machen und jedes Mal kriegt er eine neue E-Mail. Ist eine spannende Geschichte und da muss man auch in der Anwendung so ein bisschen mit umgehen können. Also Kalender und DAF ist jetzt was ganz anderes als Adressbücher. Deswegen, oder ich sage mal, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum es eine Organisation gibt, CalConnect. Die treffen sich ein, zweimal im Jahr irgendwo auf der Welt und diskutieren, wie sie Kalender-Datenaustausch besser machen können. Und das schon seit vielen Jahren. Da gibt es eine ganze Menge namhafte. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt hier. Da oben zum Beispiel ist das Symbol vom Outlook-Synchronizer. Erzähle ich nachher noch ein bisschen was dazu. Die Thunderbolt-Leute sitzen dabei. Open Exchange aus Deutschland sitzt dabei. Sowas wie Zimbra oder Google natürlich auch, DHL. Und unten sehen wir auch, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, Ralf Becker, das ist unser Hauptentwickler, der sitzt da auch mit drin in Gremien und auch in einem technischen Komitee. Warum das Ganze? Weil Kalender ist einfach komplex. Ja. Ich denke mal, für die Leute, die nur Anwender sind, soll es einfach nur funktionieren, verstehe ich. Aber ich möchte mal ein Verständnis dafür rüberbringen, wie komplex Kalender wirklich sind. Sonst würden die nämlich auch nicht regelmäßig da sitzen und Probleme diskutieren oder Lösungen erarbeiten. Ja. Ich habe vorhin schon gesagt, Aufgaben, Tasks, die kann ich auch übertragen, anbieten. Und es gibt keinen eigenen Typ dafür, sondern das machen wir per CalDAV. Ich sehe jetzt hier so einen Screenshot. Und zwar Beginn V-Kalender. Wir reden also wieder über ein CalDAV, über eine Kalenderdatei. Und da steht jetzt Beginn V-To-Do. Das ist das Kennzeichen, das ist kein Kalendereintrag. Nö, das ist eine Aufgabe. Und dann schreibe ich das da rein. Und die Endgeräte können oft mit diesen Dingen umgehen und packen das Ding dann einfach schlichtweg in eine Aufgabenliste rein und verwalten das dort. An der Stelle kann ich auch noch schön zeigen, unten dieses X-Infolog-Status. Jeder Hersteller von der Software kann natürlich da auch X-Infos reinschreiben. Das heißt also, Informationstypen, die zum Beispiel nur mein System versteht oder vielleicht irgendein Partnersystem, was das übertragen kann. Und hier haben wir in dem Fall zum Beispiel X-Infolog-Type, Note. Das ist also nur in E-Groupware wäre das eine Notiz. Und der Status ist ongoing, das heißt also, läuft noch. Auch sowas kann man da drin unterbringen. WebDAV ist also grundsätzlich dafür geschaffen worden, um Zugriff auf Dateisysteme zu schaffen. Ich bekomme ja Zugriff auf ein Dateisystem, auf einen Ordner, wo zum Beispiel Termine drin liegen als Dateien oder eben Adressbucheinträge. Es ist also dazu geschaffen worden, Dateien auszutauschen. Und da sage ich ganz klar, dann sollen wir es auch dafür nutzen, und zwar gerne als File-Server. Auf den WebDAV-Server kann ich ja mit unterschiedlichsten Dingen zugreifen. Dateimanager, Synchronisationssoftware oder per Kommandozeile oder auch von einem Smartphone, ja, ein Dateizugriff. Das funktioniert alles. Ich kann bei mir zum Beispiel auf dem Computer, ich benutze auch ein Linux Mint, kann ich natürlich permanent zum Beispiel auch das Dateisystem, ein WebDAV-Dateisystem einbinden, mounten. Oder ich mache mir im Dateimanager einfach Bookmarks dazu, wenn ich will, mit Passwort speichern, sehen wir gleich nochmal. Und ich nutze meine private E-Groupware zum Beispiel als File-Server. Ich habe eigentlich auf meinen Notebooks
und auf meinen anderen Systemen. Und egal von wo ich zugreife, wo ich gerade sitze, ich kann darauf zugreifen und habe immer zentral meine Dateien liegen. Ich synchronisiere meine Dateien auch nicht auf irgendwelche Clients. Ich greife also immer direkt auf EgoPair zu. Ich habe dazu einen etwas längeren Artikel geschrieben, wie man über Linux oder Windows halt auf den File-Server zugreift. Das liegt bei uns im Forum. Zwei Produkte möchte ich ganz kurz noch anreißen. Das ist DAVX5. Das kennt der ein oder andere eben aus der Android-Welt. Damit kann man eben Kalender, Kontakte, Aufgaben synchronisieren. Funktioniert wunderbar mit eGroupware, natürlich auch mit anderen. Ganz neu ist jetzt dort seit ein paar Wochen, ich kann dieses DAVX auch dazu verwenden, um ein Android-Gerät Zugriff auf meine Files auf meiner eGroupware zu geben. Das heißt also, wenn ich das da eingerichtet habe, da muss man so einmal um die Ecke was einrichten, kann ich also auf meinem Android-Mobilgerät auf die Dateien auf meiner eGroupware zugreifen und Filmchen gucken, Fotos gucken, Dokumente angucken oder was auch immer. Das geht jetzt seit 3 Wochen, denke ich mal. Also das ist eine richtig geniale Sache. DAVX5 gibt es eben auch im F-Droid-Store, wenn man nicht im Google-Store möchte oder will. Sehr empfehlenswert, wer es noch nicht kennt. Ich denke aber, die meisten von euch werden das kennen. Kleiner Hinweis noch, auch für den Business-Einsatz gibt es Managed DAVX5. Da kann man DAVX5 dann praktisch fertig konfigurieren für das eigene System, gibt seinen Mitarbeitern das und dann braucht man da auch nichts mehr einstellen oder sonst was. Ganz interessante Geschichte bieten wir auch unseren Kunden an. Outlook CalDAV Synchronizer gibt es auch noch für die Leute, die Outlook nutzen müssen. Damit kann man genauso eben auch Kalender, Kontakte und Aufgaben abgleichen. E-Mail geht dann natürlich per IMAP normalerweise. Gibt es auch einen Enterprise-Support, bieten wir auch von eGroupware an, weil wir haben da durchaus auch Kunden, Firmen, die in Frontend mal mehr, mal weniger noch Outlook einsetzen. Es gibt ein Demo von eGroupware, demoeGroupware.net. Da sind Zugriffsadressen, die könnt ihr gerne mal ausprobieren. Da habe ich jetzt auch so die nächsten Screenshots von gemacht. Wir können natürlich auch nachher in dem Raum mal kurz zusammen da reinschauen. Das steht euch also auch, das DAV, komplett zur Verfügung, um das mal so ein bisschen zu testen. Ich möchte den Datenschutz noch ansprechen. Das ist mir sehr wichtig, weil ich habe jetzt da so in meiner Groupware so ein Adressbuch mit ganz vielen Daten. Mein persönliches Adressbuch aus der Familie oder vielleicht aus der Firma, aus der Abteilung, da habe ich jetzt eine ganze Menge personenbezogene Daten drin. Das ist mal der Name inklusive ein paar Daten und vielleicht auch mal ein paar mehr Daten. Es sind eben oft mehr als Adressdaten. Wenn ihr jetzt hier anfängt, über DAV zu synchronisieren, bedenkt bitte, ihr holt euch die Sachen auf zum Beispiel einem Android-Handy und ich denke mal, die meisten wissen es. Die Daten werden schlichtweg vom US-Anbieter und von anderen App-Anbietern abgezogen. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel ein Adressbuch, ein privates oder vielleicht von einer Firma euch da synchronisiert, bedenkt immer, ihr macht diese Daten öffentlich. Ja? Mal abgesehen davon, dass ihr rein theoretisch ein rechtliches Problem habt, ihr dürftet das nicht, insbesondere, sage ich mal, gerade auch, wenn es um Unternehmensdaten geht, macht euch, so bequem das auch immer ist, so viele Daten ich dann plötzlich auch immer zur Verfügung habe, macht euch immer klar darüber, dass ihr die auch anderen dann an die Hand gebt. Es gibt prinzipiell Lösungen dafür. Ich empfehle immer, in den Kontaktdaten nur die wichtigsten Standardfelder dann auszufüllen, die auch synchronisiert werden. Und die restlichen Informationen, insbesondere das, was niemanden angeht, in zusätzliche Felder in der Groupware-Lösung abzuspeichern, was dann eben nicht mit synchronisiert wird. Weil das, was synchronisiert wird auf ein Adressbuch oder ein Kalender, auf ein iOS oder auf ein Android, ist ja immer nur ein Bruchteil davon. Das sind wenige Standardfelder. Ja. Aber da muss man sich echt überlegen, was man da reinschreibt, weil das wird irgendwann bei anderen Leuten landen. Da kommen wir auch schon zu dem Thema kleinster gemeinsamer Nenner. Ich habe eine Groupware-Lösung mit ganz vielen Feldern. Ich kann mir eigene Felder von allen möglichen Typen dazu packen und eigene Informationen da reinschaffen. Wenn ich synke auf ein
Endgerät habe ich da aber immer nur einen kleinen Untersatz. Das heißt also Vorname, Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und so weiter. Das wisst ihr selber, ihr kennt eure Adressbücher zum Beispiel in eurem Handy. Ja, das ist also immer nur ein kleiner Teil. Die Diskussion haben wir immer wieder. Ich sag mal, sobald ich auf diese Standard-Adressbücher zum Beispiel gehe auf dem Handy, habe ich eben nur die Felder. Das ist so. So, und wenn ich dann synchronisiere, kriege ich eben nur den Teil mit. Ein anderer Punkt ist, wir haben zum Beispiel in der Groupware ein Beschreibungsfeld für einen Adressbucheintrag. Das ist ein Textfeld. Reiner Text, kein HTML formatieren, kein MD formatieren, nichts. Wird immer wieder gefordert, lass uns das HTML formatieren. Ja, das Problem ist nur, die Synchronisation ist damit kaputt. Kein Handy synchronisiert HTML, da kommt hinterher nur Kauderwelsch an. Insofern bleibt das auch bei uns ein Textfeld, weil automatisiert im Hintergrund Text in HTML und umgekehrt, das wird nie gescheit funktionieren. Wenn jemand ein Textfeld haben will, was er formatieren kann, muss er sich ein HTML-Feld dazu packen und dann die Sachen da reinschreiben, aber man wird es nie synchronisiert kriegen vernünftig. Auch verlinkte Anhänge zum Beispiel zu einem Termin, zu einem Kontakt oder sonst was werde ich natürlich im Handy nie anzeigen können, synchronisieren können, weil die einfach diese Funktion nicht haben. Das Ganze finde ich also nur in meiner Groupware-Lösung. Wozu verwende ich DAF? Das nochmal so als kurze Zusammenfassung. Also Synchronisierung von Kontaktdaten, von Terminen, von Aufgaben, aber eben auch den Zugriff auf Dateien auf meinem Hostsystem. Und vielleicht auch die Synchronisation dessen. Es gibt das nur so am Rande. Es gibt im Hintergrund auch eine REST-API für Kontakte in eGroupware. Die ist dann tatsächlich auch CalDAV, CardDAV basiert. Es wird also über eine REST-API diese Dateien ausgetauscht. Und da haben wir im Moment realisiert eben Kontakte. Sowas wie Aufgaben und Kalender wird dann später noch folgen. So haben wir im Moment realisiert Webseitenanbindungen, Kontaktformulare, wo wenn jemand in ein Kontaktformular was reinschreibt, das landet direkt bei uns im Adressbuch. Das haben wir früher anders gemacht, umständlicher gemacht. Jetzt landet das direkt bei uns im Adressbuch. Da ist dann auch direkt der Haken gesetzt, personenbezogene Datenverarbeitung erlaubt und so weiter. Und da stoßen wir dann direkt Prozesse an, was wir damit machen. So eine Schnittstelle gibt es mittlerweile auch und auch da sind tatsächlich CalDAV und CardDAV letztendlich stecken dahinter. Ja, verwende ich schon DAF? Wir haben jetzt einiges darüber gehört, was man damit machen kann und so weiter. Das ist jetzt letztendlich die Frage für jeden Einzelnen, verwende ich das schon? Vielleicht hat jetzt der eine oder andere auch gedacht, ach so, das ist das. Schaut mal, könnt ihr ja mal drüber nachdenken. Ich will jetzt noch ein paar Beispielanwendungen zeigen, so aus der Praxis. Eigentlich auch so ein paar Lieblingsthemen von mir. Grundsätzlich, eGroupware ist ein DAF-Server. Der macht CalDAV, CardDAV und WebDAV. Also alle drei Dinge, worüber wir hier sprechen, plus natürlich Aufgaben. Es ist eine webbasierte Groupware-Lösung. Ich habe also ein Webinterface, in der ich all diese Daten natürlich auch pflegen und bearbeiten kann. Als Alternative haben wir da noch ActiveSync zum Synchronisieren. Ich kenne kaum mehr einen, der es nutzt, aber es ist immer noch drin. Eine Alternative auf Mobilgeräten, auf einem Tablet oder auf dem Handy ist aber auch eben die Mobilansicht. Das heißt also, wenn ich diese Webseite öffne, diese eGroupware-Webseite, schaltet der um in eine Mobilansicht. Und dann habe ich da Zugriff, und zwar auf die volle Funktion. Wenn ich da jetzt mir zum Beispiel einen Adressbucheintrag anschaue, sehe ich dort alle Felder, die ich in der Groupware habe, kann auch alle Felder bearbeiten. Wichtig ist, ich bleibe dann in dem Webbrowser. Ich kann auch Telefonnummern anklicken. Das macht das Handy ja. Wenn ich eine Telefonnummer anklicke, dann ruft er die an. Wichtig ist aber, diese ganzen kleinen fiesen Apps auf dem Handy, die einem an die Adressbücher wollen, an das Standardadressbuch auf dem Handy, die kommen da nicht dran. Nicht im Webbrowser. Ich kann also, wenn ich wirklich sensible Daten habe, kann ich die darüber abrufen. Ich kann auch einen Mixed-Betrieb machen. Ich kann Sachen synchronisieren, bestimmte Adressbücher zum Beispiel. Aber die wichtigen Adressbücher, wo wichtige Daten drinstehen und Kundendaten und so weiter, die synchronisiere ich nicht auf mein Handy, sondern lasse die da drin und greife dann per Mobilansicht zu. Also auch so eine Kombination kann ich machen.
Wichtig ist, dass ich auch in eGroupware selber dann für den Benutzer und ganz allgemein Dinge hier administrieren kann, wer wo drauf Zugriff hat und so weiter. Welche Synchronisationsrhythmen, wie weit wird synchronisiert und so weiter. Ich habe da also aus der Ferne doch praktisch einiges an Eingriffsmöglichkeiten. Es wird bei der Fehlersuche unterstützt. Ich kann also in eGroupware zum Beispiel bei DAF den kompletten Datenverkehr mitlesen. Also wenn jetzt so ein Handy da was synchronisiert abfragt oder so, läuft dann durch den Bildschirm komplett die Kommunikation durch. Und ich mit ein bisschen Übung ist das eigentlich sehr, sehr gut lesbar. Und wenn irgendwo was nicht funktioniert, irgendwas kaputt ist, kann ich das im Regelfall auch mitlesen. Also das Protokoll dazu, was wirklich kommuniziert wird, kann ich hier mitlesen. Das ist eine Funktion in eGroupware selber. Wie gesagt, diverse Einstellmöglichkeiten wie Zeitraum, Kalendersync und so weiter. Und ich kann eben da auch Testzugriffe machen. Also man bekommt nicht nur eine Blackbox, es funktioniert oder es funktioniert nicht, sondern man kann dort durchaus auch noch tiefer reingucken und sich da mehr mit beschäftigen, vor allem wenn es eben mal nicht funktioniert. Kommen wir mal zu so einem Beispiel, was ich vor einer Zeit bei mir gemacht habe. Da habe ich lange drauf warten müssen, aber irgendwann war es dann soweit, Fritz OS, ich habe eine Fritzbox, ich habe auch Telefone von denen, kann Remote-Adressbücher synken. Ich denke, super, guckst du dir das an, jo, waren natürlich nur Feste von 1 und 1 und keine Ahnung, so ein paar Anbieter, wo man dann vielleicht irgendwie seine Mailbox hat. Da musste ich also noch mal längere Zeit warten bis zu der Version 7.20, wo dann endlich auch freie CardDAV-Quellen angezapft werden können. Und das habe ich dann direkt ausprobiert. Jo, funktioniert. Das heißt also, ich habe hier meine Telefone sowohl privat als auch im Büro an meiner eGroupware dranhängen und habe meine ganzen Adressbücher oder die ich da haben will im Büro, privat, unterschiedlich, dann zur Verfügung. Das Ganze synkt nachts einmal, also die Fritzbox macht das normalerweise morgens um 3, 4 Uhr, synchronisiert der einmal das Adressbuch, ansonsten kann man das manuell in der Fritz-Oberfläche nochmal einstellen. Das Ganze holt sich die Adressen und schiebt die in das Telefon rein und es gibt also, während ich das Telefon benutze, keinen Live-Zugriff auf die Quelle. Ja. Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass wenn ich auf dem Handteil neue Termine erstelle, die doch tatsächlich auch in der eGroupware landen, mache ich normalerweise nicht, weil ich alles in eGroupware pflege und ich schiebe die Sachen dann einfach da drauf. Kleine Sache, die im Forum halt irgendwann dahin gekommen ist, also ich pflege auch Anreden mit, nach wie vor noch. Und sag mal, wenn ich die Anrede in eGroupware gepflegt habe, kommt die auch mit ins Telefon hoch und dann stellt er das voran. Ein bisschen unpraktisch, weil dann kommt erstmal nur dann kommt lange dann Herr und dann lange dann Frau und dann kommt Firma oder was auch immer. Ist beim Scrollen immer ein bisschen doof. Es gibt beim Fritz Phone gibt es eine Vanity-Suche, da tippe ich also nur ein paar Buchstaben ein und dann komme ich da auch hin. Das Ganze habe ich auch im Forum dokumentiert noch einmal, wie das Ganze funktioniert. Ich gehe das jetzt hier einmal ganz kurz durch. In eGroupware selber lege ich einen Benutzer an, weil ich werde ja bestimmt meiner Fritzbox nicht meinen Zugang von der eGroupware mitteilen mit Anwendername und Passwort. Nö, da mache ich einen extra Benutzer für, den lege ich an. Da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das pro Telefon machen, ich kann das pro Fritzbox-Adressbuch machen. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie bequem und wie sortiert man das hinterher haben will. Diesen neuen Benutzer, den ich da meinetwegen Fritz nenne, dem gebe ich wiederum Rechte auf andere Adressbücher. Im Regelfall vielleicht nur lesend, sodass praktisch dieser Benutzer, der da abfragt, eben andere Adressbücher von Gruppen oder von Benutzern abfragen kann. Dann gibt es in der Konfiguration eine Einstellung, alle Ausgewählten in eines synchronisieren. Wenn ich also mehrere Adressbücher ausgewählt habe, dann muss eGroupware die an die Fritzbox in einem Adressbuch liefern, weil die Fritzbox nicht mit mehreren distributierten Adressbüchern umgehen kann. Ganz wichtig, der Haken muss gesetzt sein. Und dann wählt man eben die zu synchronisierenden Adressbücher in der Oberfläche von eGroupware. Ich kann also jederzeit hier Häkchen setzen, welche Adressbücher zu diesem User, zu dem Telefon, was dann hinten dran hängt, synchronisiert werden. Ich muss also normalerweise nichts mehr an der Fritzbox machen, nichts mehr am Telefon machen. Das mache ich in der eGroupware.
an der Fritzbox ein Adressbuch anlegen, Zugangsdaten für den eGroupware-Benutzer Fritz eingeben, dass dieses Adressbuch einem Telefon zuordnen, synchronisieren, benutzen, fertig. Funktioniert wunderbar. Thunderbird, da will ich kurz was zu sagen. Ich habe das nicht viel ausgeführt. Jetzt ein paar Screenshots noch. Thunderbird unterstützt ja seit längerem schon eben CalDAV im Kalender. Früher musste man den Lightning ja noch, also die Kalenderanwendung selber installieren, kommt ja jetzt immer mit. Und konnte eigentlich schon immer CalDAV-Kalender abonnieren, irgendwo aus dem Netz. Das ist schon eine halbe Ewigkeit. CardDAV, also Adressbücher, mussten jahrelang per Add-on angebunden werden. Das war im Regelfall der Sogo-Connector. Die Firma, die dahinter steht, hat irgendwann jetzt in öffentlichen Bereitstellungen eingestellt, bis zur Thunderbird Version 68 offiziell. Mit ein bisschen Klimmzügen konnte man das noch bis zur 78 betreiben. Aber ehrlich gesagt, über Jahre immer wieder Stress mit gehabt. Also ich sag mal, ein Zuckerschlecken war das nicht, vor allem, wenn man einige Leute betreut, die das benutzen. Ab der Version 91 nun von Thunderbird hat er ja nativen CardDAV-Unterstützung. Hurra! Haben wir jahrelang drauf gewartet. War mir vollkommen unverständlich, warum der TB das nicht kann. Die Implementierung selber finde ich gerade ein bisschen komisch. Wir schauen uns das gerade noch an. So ein, zwei Stellen habe ich gefunden, da mag das mit eGroupware nicht so recht zusammen. Wir sind aber dabei. Wie gesagt, die Implementierung ist ein bisschen komisch. Ich denke mal, aber in den nächsten Wochen werden wir das auch gerade ziehen, sodass also in Zukunft Adressbuchzugang hier über den TB auch nativ funktioniert und hoffentlich dann auch stabil. An der Stelle ein bisschen aus der Erfahrung heraus gelöschte Kontakte. Wir haben jetzt vorhin gesehen, wie die Daten bereitgestellt werden, wie synchronisiert werden kann. Jetzt stellt euch mal vor, auf der eGroupware, auf der Anwendung habt ihr einen Adresskontakt, den löscht ihr. Jetzt habt ihr auf dem TB oder auf dem Endgerät den Kontakt. Was macht das System damit? Der findet das nicht wieder. Im Regelfall wird er da eine Leiche überlassen. Wir haben es jetzt in eGroupware seit langem so angedacht und seit kurzem erzwungen, es werden keine Kontakte gelöscht, sondern als gelöscht markiert. Da können die meisten Endgeräte mit umgehen. Die gleiche Problematik habe ich im Kalender natürlich. Wenn das System Kalendereinträge löscht und das Synchronisationsendgerät findet die nicht wieder, das kann bei manchem Gerät schon mal zu Problemen führen. Das nur kurz angerissen. Im Thunderbird, im Adressbuch, findet man unter Neu CardDAV Adressbuch. Wie gesagt, das ist jetzt standardmäßig drin. Da gibt man dann einen Benutzernamen oder einen Adressbuchname, besser Benutzername ist, glaube ich, in Deutsch schlecht übersetzt hier, dann die Adresse. Und danach fragt er beim Zugriff dann auf Benutzername und Passwort. Auch hier könnt ihr natürlich in der Passwortverwaltung vom Thunderbird das Passwort wieder speichern. Bedenkt bitte, wenn ihr das ohne Masterpasswort speichert in Thunderbird. Alle Passwörter betrifft das. Ohne Masterpasswort stehen die Sachen im Klartext bei euch auf der Festplatte. Bekommt das jemand in die Hand, hat er die Zugriffe. Bitte auch hier immer mit einem Masterpasswort arbeiten, wenn ihr Passwörter speichert. Gilt genauso für das wie für Mailboxen und so weiter. Der Kalenderzugriff selber, im Kalender gibt es so ein kleines Plus und da sagt man neuen Kalender erstellen im Netzwerk und nicht auf dem eigenen Computer. Und dann haben wir im Prinzip wieder das Gleiche. Ich habe einen Namen dafür, ich habe eine Adresse und danach fragt er dann eben, in dem Fall ist das tatsächlich der Benutzername, weil der hinterher nur noch nach dem Passwort fragt. Und somit kann ich hier einen neuen Kalender anlegen, kann den an- und ausschalten, kann den synchronisieren oder nur lesend einstellen, wie ich das möchte. Also so in beiden Fällen im Thunderbird relativ einfach. Stefan, für dich, du hast noch so 2 Minuten. Okay, danke. Wir werden jetzt ein bisschen knapp mit der Zeit. Ich werde hier ganz kurz sagen, mein Lieblingsthema ist Linux Mint, Dateizugriff auf eGroupware. Ich kann hier mit einem Server verbinden, mit einer HTTPS auf WebDAV, kann auch das Passwort speichern und letztendlich habe ich dann im Dateimanager hier zum Beispiel von der Anna Fleming, das ist diese Benutzerin, da sieht man die Datei, die da liegt in dem Verzeichnis. Man sieht darunter
diesen WebDAV-Zugriff oder diesen Browser-Zugriff, wie die Datei aussieht. Das Ganze sieht man dann auch hier in eGroupware in dem Ordner. Ich kann es auch mit Collabora Online mir anschauen und bearbeiten. Und ja, das ist hauptsächlich das, was ich persönlich mache mit DAV. Ich greife auf die Dateien zu, auch diese Folie, die ich jetzt hier zeige, die habe ich teilweise eben auf dem Desktop mit einem mit LibreOffice gemacht oder eben auch im Webbrowser mit Collabora Online. Das ist vollkommen wechselseitig und mehr oder weniger transparent. Wir haben jetzt keine Zeit mehr. Ich denke mal, vielleicht können wir gleich noch ein bisschen weiterschnacken in meinem Raum. Würde mich freuen, wenn ich da den einen oder anderen treffe. Da können wir vielleicht noch ein paar Sachen vertiefen, die jetzt ein bisschen zu kurz gekommen sind. Und ich stelle dann gleich auch mal fix, glaube ich, einen Link bereit für die Folien jetzt im Moment, falls die heute Abend noch jemand haben möchte. Da sind dann nämlich auch noch einige Links drin, wie man eGroupware ausprobieren kann, wo es Informationen, Videos und so weiter gibt. So, und alles andere, wir haben ein Forum, Help, anmelden, Fragen stellen, Probleme wälzen, Informationen rausholen und ich bin auch gerne per E-Mail erreichbar. Dort ist meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich auf Kontakt. So, ich würde sagen, in ein paar Minuten nach dem Ablauf der Zeit treffen wir uns gleich in dem Jitsi-Raum. Ich denke mal so 3, 4, 5 Minuten. Ja, dann wünsche ich viel Spaß auch beim nächsten Vortrag, die den schauen wollen. Ich kann leider nicht schauen, hätte mich sehr interessiert. Schönen Gruß nach Kaiserslautern. Ja, ich schaue mir das später als Video dann an. Oh, tschüss.